Ey, man sieht gar nichts. Kannst du voll Risiko. Oh la la. Hoch einfach durchschmeißen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kickbox. Wir sind beim Aufsteiger beim 1. FC Nürnberg. Karol ist auch dabei. Und als Spieler haben wir Michael Ishak dabei. Der hat den Club in die erste Bundesliga geschossen. Mal schauen, was er hier bei der Kickbox leisten kann. Ja, würde sagen, wir starten, oder? Ob er mich auch ins Tor schießen kann. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Los geht's. Wir haben den Mann hier, Michael Ishak. Schwedischer Nationalspieler bist du ja, aber dein großes Vorbild ist Ibra, aber hat nie geklappt, mit ihm zusammenzuspielen. Woran lag's? Uff, nach verschiedenen Sachen. Ja. Habe ich eine Einladung gekriegt, ja, aber leider verletzt der letzte Tag und konnte nicht mittrainieren. Und danach hat er jetzt aufgehört. Schade. Aber wir haben Ibra hier. du darfst heute mal als Ibra schießen. Also wir haben gleich eine Challenge. Aber wer darf bei der Challenge anfangen, ist immer die Frage. Und deswegen ziehen wir uns die Maske auf. Erst du, dann ich. Schießen wir einen Elfmeter mit dieser Maske. Und der nicht trifft, ist der Zweite. Der andere darf die Challenge anfangen. Okay, machen wir das? Yes. Okay, los geht's. Ich bin der Legende Ibrahimovic. Ibrahimovic. Ey, man sieht gar nichts. Die Augen konnten echt ein bisschen größer sein. Starten. Elfmeter. Oh, oh! Ja, das sieht er noch. Wer trifft denn dann? Du darfst. Ibra! Oh! Oh! Ibra Kadabra. Jetzt bin ich dran. Boah, ey, das sieht man ja gar nichts. Boah, ich muss den Ball treffen. Come on, bro. Oh! Okay, stellt euch jetzt nicht an, Leute. Ja. Ah, die Maske war dran schuld. Ja. Da kannst du fast nichts sehen. Du schießt ja mit links, mit rechts Tore, wie der Ball kommt. Kriegst viele Bälle auch in Lauf gespielt. Das ist jetzt die Challenge. Zuwerfer steht hinter dir, also das bin ich. Ich werfe den Ball entweder hoch über dich, danach direkt Abschluss oder ich rolle an dir vorbei, dass er steil kommt und du musst einfach nur Tore schießen. Ich mache das Ganze auch. Also ich fange an, du wirfst zu sozusagen. Okay? Okay. Gehen wir gleich mal hin. Go! Sorry, einer ist immer dabei. Hallo! Ah, mit links macht er. Nö. Nice. Heiß kalt. Was ein Lacker. Ja, stark. Ole. Hallo? Er macht's tricky. Ich hab ein Déjà-vu. Auf den schwachen Fuß hoch. Auf den schwachen Fuß hoch. Hey, die sind am besten. Wirklich. Kannst du voll Risiko. Schweißer rein. Junge, Junge, das war 2-0. Ein Strahl. 2-0, Michael. Wie Ibra. Man munkelt sogar besser. Hm. Ja. Man munkelt nur. Morgen Sportbild. So. Du bist eher ein Nachfolger von irgendeinem Kreisliga C-Spieler. Ja, schön, Karol. Schön, Torwart. Du hast eine Show gemacht. Ja. An alle Hater, ja, das war Show. Und gefällt's euch? Mir auch. Komm, Junge, komm! Ja. Oh, la la! Oh. Fabi's back! Geile Vorlage. 2-1. Fabi's back in the game. Was dir lieber, hoch oder flach? Pff, hoch, einfach durchspeisen. Einfach durchladen. Ja. Los! Man könnte denken, es war unnötig, war es aber nicht. Es war für den Kopf. Yes! War sogar Außenriss, so bitte. Danke. 2-2. Jetzt muss ich machen. Ja, hat er vorher schon gemacht. Er macht er wieder. Oh. Mit links haut er die rein, ey. Keine Chance für Karol. Wir sind Bogen gesehen. 3-2. Bogen war wie in der Mathematik Cosinus mal Tangens. Habe ich noch nie verstanden. Ich denke mal, ich werfe lieber rechts hin, weil es ein starker Fuß ist, aber mit links macht er alle. Oh no, Fabi. No!
Ich dachte wirklich, der Ball geht wieder ins Nirvana. So nie wieder. Der Torwart ist gut, Leute. Links und so Aufsetzer immer rein. Gib mir recht, dann kann ich. Danke. 4-2. Ich möchte nach Hause. Der Fabi bleibt da, wo er ist. Komm, Fabi, komm! Bruder, ganz ehrlich so. Also, Rückpässe musst du jetzt nicht machen. Versuch doch zu gewinnen! 5-2. Aber die. Immer der Schuss links unten dann rein, oder? Liegt dir das? Hast du eine Lieblingsecke irgendwie? Nein. Ja, Hauptsache drin. So näher zum Pfosten, wie das geht. Wie jetzt manchmal klappt das und manchmal. Ja, muss man Glück haben. Genau. Michael, Fragen, die Baller steht an. Kurze Fragen, kurze Antworten von dir. Im Frühjahr warst du 8 Wochen verletzt. Wie gerne wärst du Zweitliga-Torschützenkönig geworden? Ja, natürlich sehr gerne, aber so ist das im Fußball und man wird nur stärker von das. Ja. Deine Eltern sind aus Syrien. Wie groß ist dein Herz für Fremde und Flüchtlinge? Ja, natürlich sehr. Man fühlt sich sehr traurig, wenn man sowas liest mit keinem Essen, keinem Zuhause und muss ihn umziehen. Du warst U21-Europameister 2015. Wie gerne wärst du in Russland dabei gewesen? Ja, natürlich sehr gerne. Was denkst du zu deinem Team? Ja, klar, super gemacht. Die haben sehr gut gespielt und haben ja ein super Turnier gemacht. Warum ist Deutschland in der Gruppe mit Schweden gescheitert? Uff, sehr, sehr schwer Frage. Hast du dich auch gewundert? Ja, klar. Ich dachte, die würden Top 3. Welche Zähne hast du bei der U21 verloren? Sieht man da noch was? Kannst du es zeigen? Oder eins? Hinten oder was? Ja, das war mehr mein Kiefer. War ganz kaputt und die Zähne haben sich geschoben und ich hatte große Probleme. Nie mit Ibrahimovic in der Nationalmannschaft gespielt. Wie traurig bist du darüber? Sehr, muss ich ehrlich sagen. Kann man als Schwede besser Schränke oder Regale aufbauen? Nein, ich habe für ein Regal 4 Stunden von IKEA gebraucht und deswegen. Nein, ist okay, kann man nicht sagen. Mit 18 warst du schon beim ersten FC Köln. Was hat gefehlt damals? Ja, ich glaube viel. Ne? Ein 18-Jähriger aus Schweden. Ich hatte 20 Profispiele in meinen Beinen in Schweden und dann komme ich zur Bundesliga in einen Verein, was unbedingt Punkte brauchen für den Abstiegskampf. Und dann weiß ich, dass die Lösung nicht ein 18-Jähriger ist. Ja. Man braucht Zeit und Köln hatte keine Zeit für mich dann. Was hast du aus der Zeit mitgenommen damals? Viel. Es war eine super Zeit für mich persönlich. 18 Jahre spielen in der Bundesliga hat auch nicht viele gemacht. Deine Frau? Hast du die damals schon kennengelernt dann? Frau damals kennengelernt und zusammen haben wir jetzt ein Kind. Nadine heißt sie. Sie ist Rheinländerin. Was kannst du von ihr lernen? Ich glaube viel. Die hat mir sehr geholfen. Die hat mit mir umgezogen zum jetzt Deutschland, Italien, Dänemark und jetzt zurück zum Deutschland. Also große Hilfe. Woran muss man sich hier in Franken erst gewöhnen? Wenn man Lukas Mühl hört, der oder unser Trainer, dann versteht man, dass man viel lernen muss. Ist sehr schwer zu verstehen. Mit 25 bist du jetzt endlich in der Bundesliga. Was soll noch kommen jetzt? Hoffentlich viel. Aber mein erstes Ziel ist, so viele Spiele wie möglich zu machen. Wie viele Tore schießt du diese Saison? Ich erzähle nie meine Ziele und ich werde das auch jetzt nicht machen. Aber ein paar werden es auf jeden Fall werden. Hoffentlich, ja. Okay. Jetzt haben wir noch 3 Fragen von Zuschauern. Die haben sie bei Instagram gestellt. Erste Frage, wie gut bist du in FIFA? Gut. Ja, wie soll ich sagen? Natürlich finde ich mich sehr gut in FIFA, aber jetzt habe ich getauschte Spiele zu NHL. Okay. Und da bin ich ein bisschen besser, würde ich sagen. Okay. Nächste Frage ist, hast du schon Angebote aus dem Ausland? Ja, es gab natürlich Gespräche, aber mein Ziel war immer hier zu bleiben. Mein Beraterziel war auch hier, dass ich mich hier entwickeln kann. Und deswegen war die Gespräche beendet ganz schnell. Okay. Kennst du die Fanfreundschaft mit Schalke? Also kriegt man da als Spieler was mit? Freut man sich selber auf die Spiele gegen Schalke oder hat man da nicht so einen Bezug dazu? Natürlich freut man sich, aber ich muss ehrlich sagen, am Anfang an wusste ich nicht, warum manchmal Schalke-Flaggen gibt oder verschiedene Lieder. Aber jetzt hat man verstanden, dass die Supporter Friends sind und ich finde das schön. Okay. Das war das erste Video mit Michael Ishak. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Er hat die erste Challenge gewonnen, hat gute Tore auf jeden Fall gemacht. Mal sehen, wie er es bei der zweiten Challenge macht. Oh, 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 oh. Die kommt am Freitag, also abonniert gerne diesen Kanal, damit ihr das nicht verpasst. Die Kickbox auf Instagram, auch vorbeischauen. Du kannst noch Werbung für deinen Instagram-Account machen. Ich heiße Michael Ishak. Da einfach vorbeischauen, da kriegt ihr alle Infos zu ihm. Und wir sehen uns am Freitag. Bis dahin. Ciao.